Eigene Sprach-KI mit nur ein paar Klicks. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Follow Me, I'm a Professor. Mein Name ist Holger von Joan Dietrich und das ist hier der Data Science Kanal. Fast auf den Tag genau ist es jetzt ein Jahr her, dass ChatGPT von OpenAI an den Start gegangen ist. Und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Man spricht hier ja auch vom sogenannten iPhone-Moment der KI. Wahrscheinlich hat inzwischen jeder schon mal von ChatGPT gehört, auch wenn es vielleicht noch nicht jeder ausprobiert hat. Es ist ja eine künstliche Intelligenz, die ihren Namen auch wirklich verdient, mit der man sich unterhalten kann, wie mit einem normalen Menschen und die auch alle möglichen Aufgaben für einen erledigen kann. Zum Beispiel Klausuren. Aufgaben lösen. Da habe ich ja seinerzeit mal ein Video gemacht, was sich inzwischen schon ja fast 450.000 Leute angeguckt haben. Da sieht man mal, wie beeindruckend das System ist. Ich verlinke euch das entsprechend unten in der Beschreibung nochmal. Und ein Jahr später habe ich jetzt einen weiteren Knaller für euch. Ihr könnt nämlich jetzt eure eigene Sprach-KI auf eurem Rechner installieren. Und das ist inzwischen so einfach geworden, dass man das wirklich mit ein paar Klicks machen kann. Wie, zeige ich euch in diesem Video. Einige von euch werden sagen, na, das gab es doch auch schon vorher. Naja, aber da war es deutlich komplizierter. Da musste man schon oftmals noch ein bisschen programmieren können, musste verschiedene Dinge zusammenfügen, das hat dann nicht immer auf Anhieb funktioniert und so weiter. Jetzt ist es wirklich so, wer eine Maus bedienen kann, der kann dieses System installieren. Das System, was wir hier installieren wollen, basiert nicht auf ChatGPT. ChatGPT von OpenAI, die machen keine Open-Source-Modelle, die geben ihre Modelle nicht raus, sondern basiert auf einem Modell Llama, nennt sich das von der Firma Meta. Meta steht ja hinter Instagram, hinter WhatsApp und auch hinter Facebook und ist von der Leistungsfähigkeit hier ungefähr so wie die kostenfreie Variante ChatGPT 3.5. Gibt ja auch noch die kostenpflichtige Variante 4, da kommt es nicht ganz dran, aber ist schon auch sehr leistungsfähig. Was das Modell allerdings zusätzlich noch kann, ist Bilder analysieren. Ich kann ihm also ein Bild zeigen und es beschreibt es dann. Das kann bei OpenAI nur die kostenpflichtige Variante ChatGPT 4. Also wir haben hier im Grunde genommen eine Version, die fast noch leistungsfähiger ist als das, was ich bei OpenAI frei bekomme. Und das alles auf dem eigenen Rechner. Und kostenlos ist das Ganze natürlich auch noch. Wenn ihr generell Spaß habt an solchen Tutorials oder auch mal hinter die Kulissen gucken wollt zum Thema künstliche Intelligenz, dann seid ihr bei diesem Kanal richtig. Würde mich über ein Abo freuen. Wir machen hier regelmäßig Themen im Bereich Data Science. Das heißt auch immer mal wieder datenbasierte Analysen zu aktuellen Themen. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Tutorial kommen, nochmal eine kleine Warnung bzw. so ein kleiner Disclaimer. Wir werden hier eine Datei aus dem Internet runterladen und auf unserem Rechner dann zum Laufen bringen. Das ist ja der ganze Sinn eben auch, wenn man sein eigenes Sprachmodell auf dem eigenen Rechner eben laufen hat. Da ist natürlich grundsätzlich immer die Gefahr von Schadsoftware, zum Beispiel Viren. Deswegen, ihr macht es, das muss ich hier ganz deutlich sagen, auf eigene Gefahr. Ich persönlich habe es bei mir gemacht. Ich halte es auch für eine seriöse Quelle. Ich sage da gleich nochmal was dazu. Aber nichtsdestotrotz kann das Ganze natürlich Schadsoftware enthalten. Ich habe es auch noch zusätzlich durch einen Virenscanner laufen lassen. War alles soweit sauber. Aber es ist eure eigene Verantwortung. Insbesondere, wenn ihr das Ganze auf einem Firmenrechner installieren wollt, bitte vorher nochmal die IT-Abteilung fragen, damit ihr keinen Ärger bekommt. Aber jetzt geht's auch wirklich los. Zuerst einmal müssen wir das Modell natürlich runterladen. Dafür gehen wir auf die Seite Hugging Face. Ich gebe euch den genauen Link unten in der Beschreibung. Hugging Face ist eine Firma, die jetzt seit einigen Jahren sich um das ganze Thema künstliche Intelligenz verdient gemacht hat, insbesondere im Bereich Open Source, verteilt diese Modelle, hat eine ganze Community darum gebaut, aus meiner Sicht eine absolut seriöse Quelle. Und das Einzige, was wir hier machen müssen, ist entsprechend auf den Download-Button zu klicken. Und dann geht das Ganze los. Eine Datei von gut 4 GB Größe. Je nach Internetgeschwindigkeit dauert das jetzt natürlich ein bisschen. Ihr seht, meine Internetgeschwindigkeit ist nicht die allergrößte. Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt auch mal hier abkürzen. Ich habe das Ganze hier jetzt in einem eigenen Verzeichnis gespeichert. Theoretisch könnt ihr das aber auch auf einem USB-Stick speichern. Dann habt ihr eine eigene KI lauffähig von einem USB-Stick. Ja, wie cool ist das denn? Ja, und das Ganze ist hier ein Windows-Rechner. Das, was ich euch gleich zeige, sollte grundsätzlich so auch bei anderen Betriebssystemen funktionieren, also auch Mac und Linux. Dazu verlinke ich euch nochmal eine Originalanleitung unten in der Beschreibung. Aber wir zeigen das Ganze jetzt hier mal für Windows. Da ist es nämlich ganz besonders einfach. Das Einzige, was ich nämlich jetzt nur noch machen muss, ist, dass ich das Ganze lauffähig machen muss. Das mache ich, indem ich einfach ein .exe da entsprechend dazu packe. Ich mache das hier mal eben .exe. So, und
Ja, ich möchte das entsprechend ändern. Und dann seht ihr, dass sich dort eben das Ganze verändert hat vom Typ her. Es ist jetzt eine Applikation. Es ist also ein ausführbares File, eine ausführbare Datei geworden. Und diese Datei muss ich jetzt durch einen einfachen Doppelklick einfach nur noch starten. Beim ersten Mal dauert das einen kleinen Moment und gleich wird dann nochmal so eine Sicherheitsabfrage kommen. Ihr erinnert euch an den Disclaimer am Anfang des Videos, also starten hier auch auf eigene Gefahr. So, da ist er auch schon. Und ja, ich könnte jetzt eben auf Don't Run, aber das will ich ja nicht, sondern ich sage More Info. Bei euch ist das wahrscheinlich auf Deutsch, je nach Betriebssystem, also je nach Spracheinstellung vom Betriebssystem. Und ich sage jetzt eben Run Anyway. Und das müsste es eigentlich auch schon gewesen sein, nämlich dadurch wird jetzt im Hintergrund ein Webserver gestartet und den gucken wir uns jetzt mal an. Und da ist er auch schon, so sollte das Ganze also aussehen. Es ist jetzt ein Webserver gestartet worden und dieser Webserver läuft eben auf der lokalen Maschine, läuft also nicht im Internet, sondern läuft jetzt hier auf eurem Computer in dem Falle. Und dadurch, dass es ein Webserver ist, kann man den ganz normal mit einem handelsüblichen Browser ansteuern. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt, Chrome oder Edge. Also ich werde hier jetzt einfach mal Edge nehmen. Und das Einzige, was ihr dort noch eintippen müsst als Adresse, das seht ihr entsprechend hier oben, ist localhost Doppelpunkt 8080. Also localhost, alles zusammengeschrieben mit C. Und also das ist die Webadresse und der Port ist 8080, localhost Doppelpunkt 8080. Und dann seht ihr, das Ganze hat funktioniert. Das hier ist jetzt mein Sprachmodell. Und wir probieren jetzt einfach mal was aus. Wir sagen jetzt einfach mal, wer bist du denn? So, und dann gucken wir mal. Ich bin ein Computerprogramm und nicht wirklich eine Person. Mein Hauptzweck ist es, dir bei Fragen zu helfen und Informationen bereitzustellen. Wie kann ich dir heute behilflich sein? Na, also von der Geschwindigkeit her seht ihr, auf meinem Computer sind es so um die 9 Token pro Sekunde. Ich habe jetzt keinen ganz langsamen, aber auch keinen ganz schnellen Computer. Insofern probiert es einfach mal aus. Aber ihr seht, so von der Geschwindigkeit her kann man da wunderbar mitarbeiten. Ja, und damit habt ihr jetzt wirklich eure eigene KI hier auf dem Rechner. Und als Abschlusshighlight zeige ich euch jetzt nochmal, wie die KI eben auch in der Lage ist, ein Bild zu analysieren. So, dafür habe ich jetzt eine neue Instanz einfach mal gestartet. Und wir fangen mal ganz unschuldig an und sagen, kannst du auch Bilder analysieren. Analysieren, Fragezeichen. So, mal sehen, was er sagt. Ja, ich kann Bilder analysieren. Bitte geben Sie mir den zu analysierenden Bildpfad oder die URL des Bildes und ich werde mein Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Na, das testen wir doch gleich mal. Upload Image. Und dann nehmen wir mal dieses Kätzchen. Und dann, ja, jetzt wechseln wir mal die Sprache, ob er eben auch Englisch kann. Im Zweifel kann er Englisch natürlich besser. Tell me what you see. So, das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. So, da kommt es auch schon. Ich bin ehrlich, ich habe einen kleinen Teil rausgeschnitten, um das Video nicht zu lang werden zu lassen. Und jetzt gucken wir mal. The image features a small kitten, also eine kleine Katze, standing in the grass, surrounded by various daisies, also entsprechend hier Gänseblümchen. Sie appears to be enjoying its time, also freut sich und so weiter und so weiter. Also eine ziemlich coole Sache, würde ich sagen. Und damit könnt ihr euch dann das erste Mal mit eurem eigenen Computer natürlich sprachlich unterhalten. Ich finde sowas schon ziemlich cool. Berichtet doch gerne über eure Erfahrungen unten in den Kommentaren, wenn ihr das auch entsprechend ausprobiert. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like sehr freuen und wir sehen uns sonst beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao!